Ja, und damit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play Projekt, meine lieben Jungs und Mädels. Etwas verwirrend vielleicht, wenn man sich überlegt, dass ich jetzt hier Metroid Prime quasi zeige, aber ihr die Metroid Prime Trilogie seht, liegt einfach daran, ich habe keine andere Möglichkeit, das Game aufzunehmen, als über die Wii U und ja, ich kann das Spiel nur über die Metroid Prime Trilogie zeigen, denn es ist ein recht altes Game. Und ich kann von Glück reden, dass dieses Spiel mal für die Wii U dann noch, für die Wii dann rauskam. Weshalb ich mir das im Shop von der Wii U dann kaufen konnte. Ich spiele also ein Gamecube-Spiel, was für die Wii mal rausgekommen ist, über die Wii U. Ja, ne? Das dürfte es, glaube ich, sein. Ja, deshalb, wir fangen einfach mal an der Stelle. Wir nehmen das hier mal rein. Machen einen neuen Charakter. Wo bin ich denn? Das müsste ich sein, wenn ich mich nicht irre. Müssen uns halt ein kleines Profil erstellen und dann fangen wir quasi Metroid Prime an. Ich erkläre dann gleich etwas zum Spiel selber und das kann ich euch auch jetzt machen, wo wir noch im Ladebildschirm sind. Also, was ist Metroid Prime? Metroid Prime ist ein Ego-Shooter aus dem Hause Nintendo und es geht darum, wir spielen die gute alte Samus Aran. Ist eine Kopfgeldjägerin und eine ziemlich hübsche dazu, muss ich sagen. Und ja, die kriegt halt ein Notsignal von einem fremden Planeten, schaut danach und wird halt dann von ihrem Erzfeind, dem guten Ridley, eine Art, ja wie kann man sagen, eine Art Dino-Flugsaurier, kann man fast sagen, ist halt quasi ihr Erzfeind, von dem wird sie überrascht und dann landet sie später auf dem Planeten. Aber das werden wir alles noch sehen, ich will nicht zu viel spoilern, beginnen wir einfach die Story hier vom ersten Teil. Wir können jetzt quasi auch den zweiten und dritten Teil hier auch noch spielen, aber es geht mir in diesem Let's Play hauptsächlich erstmal um diesen, um den ersten Teil. Und ja, wie man sieht, ich muss hier mit Dreamy Mode auch spielen. Deshalb verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal vielleicht daneben schieße oder sowas. Und wir werden natürlich auf normal spielen, auch wenn ich das Spiel schon des Öfteren durchgezockt habe. Ja, und da ist die gute alte Samus. Ich hoffe, man kennt sie natürlich. Es ist eigentlich ein Charakter, den man eigentlich kennen sollte von Nintendo eigentlich. Aber gucken wir erstmal in die Story rein und in die eigentlich erste kleine Cutscene. Ein unidentifiziertes Notsignal wurde von einem havarierten Raumschiff zurückverfolgt, das sich im Orbit der Talon Overworld befindet. Should be lost in space and time. But among the stars, there is one light that burns brighter than all others. The light of Samus Aran. Her battles extend beyond her life and etch themselves into history. Here, another chapter of that history will be written. Kabumm! Und da sind wir dann auch im Spiel drin. Ich muss da wieder meinen Bildschirm anmachen. Ich hatte gerade die Idee, ich mache den lieber aus. Aber nein, ich lasse ihn lieber an. Weil ich spiele ja jetzt beim Fernseher. So, ja, da sind wir dann quasi. Wie ihr seht, das ist ein Ego-Shooter, habe ich ja schon erwähnt. Und ja, hier zum Ziel erfassen, Z drücken. Also es gibt auch eine Autolock-Funktion. Damit kann man hier quasi dann auch so ein bisschen den Gegner auch einloggen. Das wird auch statt später unser Ding sein. So, jetzt haben wir hier eine Steuerkonsole, auf die können wir natürlich nicht drauf schießen, denn wir müssen einen Sensor aktivieren, denn wenn wir einfach Minus gedrückt halten, können wir hier auf unseren Scanner wechseln
Wir können das Ding dann scannen. Das ist ein existenziell wichtiges Gadget, was wir haben. Und das wird uns des Öfteren einfach mal sagen, zum Beispiel, wie die Bosse aufgebaut sind. Oder wir müssen noch was abscannen, um eine Tür zu öffnen. Also das Ding ist also relativ wichtig eigentlich. So, verzeiht mir wirklich dieses noobige Schießen. Ja, aber es ist nicht leicht, mit der Wii Remote zu spielen. Mir wäre es lieber gewesen, dass ich es auf dem Controller spiele. Aber ich kann das Ding leider nicht mit dem Controller spielen. So, und hier sehen wir noch was anderes von Samus natürlich, der sogenannte Mothball. Ja, eigentlich das berühmteste Gadget von Samus selber, der Mothball. Und wir können sogar kleine Bömmchen setzen, indem wir sogar einen Doppelsprung machen können. Den zeige ich mal gerade, den kann ich nämlich, glaube ich, sogar noch. Ah, fast. Sekunde nochmal. Sekunde. Ich kann den noch. Ich kann den noch, warte mal. Es gibt nämlich einen Doppelsprung. Okay, gut. Für die Wii-Version hat man es auch leichter, indem man nämlich einfach nach oben springt und dann das einmal so macht. Das geht natürlich auch, weil man kann mit der Wii Remote kann man auch hüpfen. Das konnte man damals in der GameCube-Version nämlich nicht, da es diese Funktion nicht gab, da man auf einem Controller gespielt hat mit dem GameCube. Das geht halt wirklich existenziell nur mit dieser Version, weshalb das Fortbewegen auch einfach viel leichter in diesem Teil ist. Ich könnte auch eigentlich fast die Hälfte des Spiels als Mothball spielen. Oh, jetzt habe ich versehentlich einen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich den Scanner aktivieren. Ja, um die Geschichte von diesem Teil ist es einfach so, wie ihr gerade mitbekommen habt, wahrscheinlich oder hoffentlich gelesen habt, Samus hat ein Notsignal erhalten, dem sie nachgeht. Und sie sind jetzt auf so einem Schiff hier, auf so einem Piratenschiff. Und hier ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Aber wie man sieht, hier sind schon irgendwelche Viecher, die man auch abscannen kann. Und ja, das zum Beispiel ist ein Teil des Spiels, was sehr schwierig ist. Nämlich, man kann nämlich jede einzelne Spezies in dem Spiel quasi abscannen. Und um nämlich 100% zu kriegen, musst du nämlich jede einzelne Spezies abscannen zum Beispiel. Ne, wie man sieht hier, alles was so dann so noch so grün ist, was so orange noch hinterlegt ist, das haben wir noch nicht abgescannt. Wir können das Ding sogar abknallen. Verschwinde. Ja, hier fällt schon alles durcheinander. Ja, hier irgend so ein riesengroßes Monster, was hier einfach liegt, was wohl ausgebrochen ist. Und dann von da wahrscheinlich gekommen ist und hier die Leute überrascht hat und gekillt hat. Man sieht, der eine wurde hier von hinten abgestochen von dem Viech. Ganz schön übel, wenn du mich fragst. Haben wir noch mehr von denen. Gehen wir weg hier. So, und da haben wir den ersten noch Lebenden. Wie ihr merkt, ich kenne das Spiel natürlich. Ich könnte jetzt da hingehen und dann greift er mich an, aber ich mache dem Kollegen vorher ein Ende. Wir haben nämlich ein richtig geiles Gadget hier, nämlich den sogenannten Charge Beam. Damit können wir unsere Waffe aufladen, wie ihr gerade gesehen habt. Dann haben wir dann eine richtig starke Attacke. Leider verschwindet der komischerweise auch. Ja, damals hat man sich noch nicht so wirklich viel Sorgen um despawnende Gegner gemacht. Naja, egal. Oder um Leichen, ehrlich gesagt. So, jetzt sollen wir hier durch. Aber ich komme hier nicht durch. Mir wird gerade gesagt, ich soll einfach mal die A-Taste gedrückt halten, damit sich mein Charge-Beam auflädt. Damit wir hier durchkommen. Das quasi jetzt gerade vorweggenommen für das Spiel selber. So, da haben wir unsere ersten... Ja, nicht Gegner, aber ne, so ein kleiner Schwarm, der uns da hinten was zeigen soll. Wo wir natürlich nur mit dem Morphball hinkommen, weil Samus natürlich viel zu klein ist dafür, um da reinzukommen. Viel zu groß ist. Aber egal, Morphball an. Dann da rein. Und dann kriegen wir hier unsere Karte. So ein Terminal gibt es auch öfters im Spiel. Da geht man dann einfach rein und kriegt dann quasi die Karte auf seinen... Ich sag jetzt einfach mal Helm oder auf sein Visier. Kriegt man dann hochgeladen. Einfach da rein. Jetzt die Waffe da rein und lädt das Ding quasi damit runter. Und zack, da haben wir die Karte quasi in uns drin jetzt. Kartendaten dieses Bereichs wurden übertragen. Durch das Drücken von 1 lässt sich die Karte aufrufen. Bitte erneut 1 drücken, um in das Spiel zurückzukehren. So, da haben wir die wunderschöne Karte, die etwas kompliziert zu bewegen ist. Aber wie man sieht, das ist jetzt quasi das Raumschiff. Alles, was wir natürlich schon wahrscheinlich gesehen, orange ist, haben wir schon erkundet. Alles, was blau hinterlegt ist, haben wir noch nicht erkundet. So, alles klar. Dann gehen wir mal hier raus. Ich muss mich auch erstmal hier dran gewöhnen, dass ich jetzt hier so spielen muss mit der Remote. Weil ich hätte wirklich gesagt, wie gesagt, gerne
also sehr gerne eigentlich mit dem Controller gespielt, nur leider habe ich nicht keine Anschlussmöglichkeit für meinen Controller an der Wii U. Ich könnte höchstens mal versuchen, ob ich es mit dem Classic-Controller spielen kann, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Man könnte es wirklich höchstens mit dem GameCube-Controller spielen, den ich natürlich auch noch hier rumfliegen habe. Und ja. So, jetzt haben wir hier die, jetzt haben wir hier nochmal, wie ihr gerade gesehen habt, das Feld abgescannt und können jetzt, wenn wir hier einfach durchgehen, bewegt sich der Aufzug. Wir fahren nach unten. Das ist echt nicht einfach hier mit der Steuerung. So, aber ich denke mal, das werden wir noch hinkriegen irgendwann. Oh, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir Blitze, aber ganz einfach. Einfach in den Morphball, warten, bis die Blitze aufgehört haben und dann einfach hier durch. Wunderschön. Einfach durchgerollt quasi. So, ich weiß nicht schon, was hier auf mich zukommt. Und dann quasi den ersten richtigen Gegner. Sterbt ihr Säcke. Aber das sind alles Weltraumpiraten sozusagen. Ah, fuck, der ist schon weg. Müssen wir den nächsten scannen, wenn es mir den Weg läuft, weil die brauchen wir auch noch. So, hier mal schön manchmal alles abscannen. Manchmal sind da wichtige Daten dabei. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, das würde, glaube ich, viel zu lange dauern. Vor allen Dingen sind die meisten Sachen eh nicht wirklich fürs Spiel relevant. Aber einfach, um vielleicht genügend Prozent in dem Spiel später zu erreichen, werden wir einfach mal versuchen, alles abzuscannen immer. Weil kann immer mal sein, dass eine wichtige Datei dabei ist, die wir brauchen später mal. So. Jetzt mal hier lang. Und hier haben wir quasi jetzt auch mal unser erstes Geschütz. Denn, warte mal, ich weiß natürlich, dass es kommt. Da oben ist ein kleines Geschütz. Das schießt auf uns, Achtung. Ja, hat's gesehen. Und das können wir jetzt eigentlich ganz einfach killen, indem wir einfach das Ding autolocken, wie ihr seht. Jetzt haben wir ein Autolock da drinne. Und dann einfach... Moment, wo war nochmal die Rakete? Sekunde, ich muss kurz gucken. So, ich wollte ihn jetzt nochmal. Ah ja, alles klar. Steuer kurz nach unten mal die Rakete. Ein weiteres Gadget von Samus. Und hier oben ist ein Container für uns. Ein Missile-Container. Damit können wir dann jederzeit unsere Missiles auffüllen. Da gibt es auch verschiedene große Container. Es gibt große und kleine Container. Später werden wir aber alles später dann noch sehen. So, da oben haben wir das nächste Geschütz. Können wir uns auch mal gerade scannen. Zack, haben wir wieder einen Eintrag in den... Immer wenn man dieses Mercurial to Logbook hört, von dieser alten... Mercurial to Logbook? Ich habe das noch nicht verstanden, was sie wirklich gesagt hat. Jedenfalls dieses zu Logbook. Dann haben wir einen neuen Eintrag gekriegt und haben eine weitere Datei gescannt. Und ja, haben uns quasi dafür gesagt, dass wir weiter voranschreiten. Hier Typus, Abwehranlage zum Durchbringen des Gehäuses Meisels empfohlen. Ja, also das Ding empfiehlt uns sogar noch etwas, was wir tun sollen. Dann machen wir es. Zack. Oh, ups. Nochmal. Alles klar. Stimmt, das Ding ist im Arsch. So, jetzt können wir hier eigentlich auch noch quasi ein bisschen was scannen, denn hier sind auch noch ein paar Spezies drin, die wir scannen könnten. Ja, auf Talon 4 heimisch. Oh, noch ein Riesenvieh. Auch auf, wo steht das hier? Einzelbehälter, Phantom-Niveau, unbekannt, Status, instabile Xenomorphie, Lebensform, Gefahr. Also, da sollten wir lieber mal nicht hingehen. So, und hier, das haben wir schon gescannt. Das ist natürlich immer das Schöne. Wenn man schon eine Spezies gescannt hat, wird es direkt angezeigt. Aha, diese Spezies war das. Und die eine ist sogar leer. Können wir da auch noch was scannen. So, aber ich will jetzt hier nicht das ganze Let's Play damit verbringen, alles abzuscannen. Weil, wie gesagt, ich möchte eigentlich doch relativ viel Prozent in dem Spiel erreichen. Deshalb versuche ich doch schon relativ viel zu scannen. So, hier müssen wir jetzt den Aufzug aktivieren, indem wir das Ding abscannen. Jetzt gehen wir mal die Plattform gerade ab. So, dann geht's hier hoch. So, guck mal, was ist denn da? Da lebt ja noch einer, oder? Kann das sein? Nochmal abscannen den Kollegen. Ne, ich würde eigentlich den Kollegen hier abscannen. Leider lockt sie mir das gerade nicht. Aber machen wir gleich da hinten. Aber hier war noch einer, den können wir vorher mal abscannen, bevor wir den diesmal killen. Hier steht drin, Typus Wetterumpilat, Status, starke Hirnblutungen, vermutlich eingeschränktes Zielvermögen. Weißt du, der Kollege wird uns wahrscheinlich gar nicht treffen können. Das ist sogar noch einer. Und erstmal. Oh, bin ich wieder runtergefahren. Sorry. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Moment, wieder raus, wieder rauf. Wieder hoch. Alter, das ist echt schwer mit der Steuerung hier. Ich hab so ein paar Probleme, Mensch. Hey, wieso lebst du noch? Du Heckenpenner. Alter, will mich verarschen da oben. Das hackt.
Schloche. Ich mich hier voll schwer tun mit der scheiß Steuerung. Verschwinde jetzt. Erst. So, und hier haben wir die Energiekugeln. Die führen unsere Energie wieder auf. Da gibt es auch verschiedene große. Die lilanen kleinen sind die ganz, ganz, ganz kleinen. Die füllen nur 10 auf. Und die anderen, ja, die werden wir später noch sehen. Miese Drecksau. War damals einer der besten Shooter, wenn du mich fragst, für die Nintendo-Konsole. So, hier brauchen wir eigentlich nichts abzuscannen, weil ich glaube, hier bringt es mir nichts. Aber ich weiß hier noch, irgendwo war hier mal eine Spezies, die musste man so abscannen. Damit man die auch auf jeden Fall kriegt. Weißt du nicht mehr, welche das war? War das die hier? Nein, hier wäre irgendwo mal eine Spezies in einem Behälter gewesen, die musste man so abscannen. Weil man die sonst nur einmal noch sehen würde oder sowas, glaube ich. Was die da? Naja. Also sind alles auf jeden Fall Tiere, kann ich jetzt schon mal erwähnen. Das sind alles Tiere, die wir uns später noch begegnen, da wir ja auf Talon 4 reisen werden. Werden wir die alle noch sehen später. Und es ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsgames für den PC gewesen. Das Teil. Oh, Moment. Sekunde. Zack, und dann holen wir uns noch den Missile-Container und dann fahren wir mit dem Aufzug hier runter oder mit dem, ja, ist ein Aufzug quasi. Aufzugkabine oder sowas. Ach, sorry wegen dem, manchmal wegen diesem Rumgewusel hier, tut mir leid, aber ist halt echt, echt nicht so leicht. So, das müssen wir nämlich ausscannen. Da hinten ist wohl auch noch Pirat gewesen, ist gestorben. Ich habe den ersten richtigen Gegner eigentlich, wenn du so willst, weil der noch relativ gut bei Sinnen war, aber der ist halt auch gestorben. Ich hätte auch gerade mal abscannen können. Na gut, egal. So. Ja. Jetzt haben wir hier so eine weitere Konsole. Die gibt es auch ein, zwei Mal hier im Spiel. Öffnet dann so eine große Tür. Einfach in den Morphball gehen und da reinsetzen. Öffnet die so eine große Tür hier. So, aber da oben sind natürlich noch Geschütze, das weiß ich natürlich. Oh, Moment. Zack. Und zack. Okay, die hat es irgendwie nicht erwischt. Problem. Auch nochmal. Und rechts könnt ihr natürlich auch die Anzeige sehen. Wir haben insgesamt, hätten wir 15 Raketen, die wir schießen können, haben jetzt nur noch 11 davon. Nur mal so als Info, falls es noch keiner gesehen haben sollte. Übrigens, ja, um den Gegenstand anzuziehen. Ja, genau. Das könnt ihr nämlich auch. Stimmt, hab ich ganz vergessen. Man kann nämlich auch mit dem Charge mir auch Gegenstände anziehen. Ich, wenn wir irgendwo da oben oder da ein Item haben, einfach den Charge Beam gedrückt halten und dann ziehen wir das Item quasi ran. Oh, ein bisschen habe ich noch eine Dingens verbraten. Das wollte ich eigentlich nicht. So, hier die Verhinderung noch scannen. Aber ich werde natürlich nicht düsselig. Da war noch eine Türe. Da gehen wir noch rein. Denn hier ist ein Save Point. Hier kann man nämlich speichern. Und hier können wir so noch abscannen, das Ding. Curate to Logbook. So, haben wir das Ding auch gescannt. Was uns das bringt, dieses Upscannen, ist eigentlich, eigentlich bringt es uns nichts, wenn man mal ehrlich ist. Das Upscannen bringt uns im Endeffekt nichts. Wir kennen natürlich ein paar Informationen, die könnten wir uns natürlich durchlesen. Aber das meiste ist eh offensichtlich. Das Wichtigste ist halt dabei, Entschuldigung. Sekunde, sorry. Das Wichtigste ist halt, um das Spiel mal auf 100% zu kriegen, musst du sämtliche Logbucheinträge oder sämtliche Sachen, also alles gescannt haben quasi. Deshalb, ja, versuche ich halt immer so gut wie alles zu scannen. Wie man sieht, man kann halt nicht alles scannen, wie solche die Lampen jetzt oder so nicht. Halt nur wirklich, sowas hier zum Beispiel. Kannst halt abscannen. Google Film ist auch jetzt. Scheint diese Kampfverrichtung hinzuzugehören. Noch hier ist auch noch einer, der ist gestorben. Wann ist der gestorben? Tod durch Schädeltrauma. Ja, das ist natürlich nicht gerade geil. So, öffnen wir mal den nächsten Raum. Gucken, was wir uns als nächstes erwartet. Ich weiß natürlich, was mich immer erwartet in den nächsten Räumen. Ich bin natürlich nicht dusselig, aber ich möchte halt auch nicht zu viel verraten. Ne? Deshalb stelle ich mich ab und zu mal ein bisschen dumm mit Absicht, weil ich extra nicht zu viel vorwegnehmen muss, will. So. Und eine Cutscene. Das heißt, jetzt folgt ein Bosskampf. Ah, das Vieh kennen wir doch. Das war doch in der Haupthalle, oder? Ah, diese Musik. Wunderschön. Alles klar.
Aber hat alle. So, und wie ihr seht, die Bossmechanik ist hier auch relativ einfach. Wir haben halt nur so einen Bereich, wo wir schießen können, weil zum Beispiel hier ist so ein Schild davor, da können wir nicht gegen das Vieh schießen. Mutterparasit ist ein bisschen blöd übersetzt, das Ding heißt eigentlich Mother Brain. Wir können das natürlich auch mit Raketen bekämpfen. Moment, wenn der Ding jetzt anhält. Verdammt. Das geht hier leider nicht. Kein Problem. Das Scannen des Gegners lässt sich den Schwachpunkt rausfinden. Scannen wir sie mal. Nicoretto Lockbook. Auch wichtig, ich muss jeden Boss einmal abscannen, weil jeden Boss findest du natürlich nur einmal im Spiel. Deshalb ist es wichtig, dass man wirklich den Boss auch abscannt. Da könnte ich ja noch hier ein bisschen durchtreffen. Ich treffe ziemlich jedes Mal die Schlampe. Stirb, Schlampe, stirb! Komm, hier hat sie nicht mehr. Auf Wiedersehen! Mutterparasit besiegt. Ich würde sagen, das war's für die Gute. Sehr schön. Reaktorkern in kritischem Zustand umgehend evakuieren. Alles klar, wir haben jetzt nur ein paar Sekündchen Zeit oder ein paar Minütchen, um vom Schiff zu fliehen, was wir natürlich tun werden. Weiß jetzt nur nicht, wo die Zeit gerade war. Irgendwo war doch hier noch eine Zeit am Laufen. Ah, da unten, 6 Minuten 45 haben wir Zeit, um hier zu fliehen. Das ist jetzt, glaube ich, da lang. Ich mich nicht irre, ja. Moment, bin ich doof. Zack. Dann habe ich hier die Abwehrgeschütze deaktiviert. Hier geht's schon kräftig ab. Warte mal. Ah, fuck. Hab ich dann mehr gescannt. Ja, natürlich genügend Zeit, hier vom Schiff runterzukommen. So eine Sorge brauchen wir natürlich nicht zu haben. Oh, warte mal, jetzt gehen wir schnell. Sekunde. Okay, schlag hier noch Blutungen. Das heißt, der wird auch sowieso. Er wird auch ohne unser Zutun, würde der sterben. Stirbt die Sau. Stirbt die Ratte. Kommt eine Rakete. Da hat doch nie jemanden geschadet hier. So, dann hier durch. Und. Da kommen uns die ersten Parasiten jetzt gleich entgegen. Hier ist es am besten immer schön mit dem Morphball durcheiern. Geht am schnellsten. Ups, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt habe ich keine Bomben mehr. So, hier kannst du wirklich mit dem Morphball am allerschnellsten sein. Zack. Noch durch und dann. Hopp, hier durch. Ihr seht, wir sind wirklich mit dem Morphball super, super schnell. Wir leider wieder laufen, weil jetzt geht es nämlich nach oben und da sind wir mit dem Mothball nicht so schnell. Sehe ich hier natürlich, kenne das Spiel natürlich wirklich gut. Das Spiel ist schon mehrfach durchgezockt, wenn du so willst. So, Achtung. Zwei Dinger. Stopp die Sau. Oh nein. Geh auf. Hui. Male, ihr scheiß Viecher. Oh, ich bin relativ gut in der Zeit hier. Jetzt muss ich mal aufschließen. Oh, jetzt wusste ich natürlich, dass jetzt hier so ein Ding kommt. Und einfach nur ganz fix schnell hinterherlaufen und dann hier rechts in die Runde rein. Das ist halt, wenn man das Spiel halt schon gut kennt. Da weiß man halt, wo die ganzen Fallen auch sind. Aber ich werde bestimmt nochmal sterben, würde ich tippen. Vielleicht aber auch nicht, das kann auch sein. Vielleicht werde ich auch gar nicht sterben. So. Und schau mal dann an, wer jetzt gleich kommt. Kommt einer unserer Erzfeinde oder unser Erzfeind schlechthin eigentlich. Ridley oder hier eigentlich Meta Ridley. Ein bisschen Metallern, der Kollege. Und da haut er einfach ab. Der Gude. So, und hier haben wir eins unserer coolsten Gadgets, wie ich finde, nämlich den Grapple Beam. Okay. Irgendwie hat
nicht funktioniert beim zweiten Mal. Warte mal, ich muss mal nicht mehr hier umsetzen, sorry. So, und jetzt hier wieder Verteidigungssystem ausschalten. Zack, Abwehranlage dieses Abschnitts abgeschaltet. Jetzt haben wir nämlich hier oben, nämlich die Kanone abgeschaltet. Mal kurz mal schießen. Oh. Lass uns einfach mal durch. Und dann das Ding noch scannen. Und dann sind wir auch quasi schon draußen. Shit. Holy shit, wie sehen wir denn jetzt aus? Was ist jetzt passiert? Mirasuit ausgefallen. Morphball ausgefallen. Raketenwerfer ausgefallen. Charge Beam ausgefallen. Gravel Beam ausgefallen. Ja, jetzt haben wir alle unsere Waffen gerade verloren. Ist natürlich super geil. Jetzt sind wir hier quasi nackt im Spiel. Wir haben nur noch unsere Hauptknarre hier, mit der wir jetzt hier uns vorarbeiten können. Moment. Ich muss hier das Ding abscannen, damit hier wieder alles aufgeht. Also, wir möchten noch unseren Scanner und unsere Knarre. Das ist natürlich hart scheiße. Das heißt, wir haben gerade durch diesen Einsatz hier all unsere taktische Stärke verloren. Wir sehen auch ziemlich scheiße jetzt aus, wie ich finde. Das ist Meta-Bildung, wie man sieht, das ganze Ding explodiert gerade. Wir sollten uns eigentlich mal davon stehlen jetzt mal so langsam. Aber unser schönes Raumschiff. Und weg hier. Ja, und da wir jetzt natürlich auf Ridley abgesehen haben, verfolgen wir den Kollegen jetzt gerade, wie man sieht. Fliegen auch auf den Planeten drauf. Und das war quasi die Einleitung zu diesem Let's Play, wenn man es so möchte. Was ist feindlich im Objekt verloren? Aufklärung am Boden erforderlich. Landesequenz eingeleitet. Das war quasi die Einleitung zu diesem Let's Play-Projekt. Wir gucken uns jetzt noch fix die wunderschöne Landung an, wie ich finde, ziemlich cool gemacht wurde damals. Sah schon cool aus. Ist schon ein cooles Schiff. Talon Oberwelt oder Talon Overworld, wie auch genannt. Und yeah. Da sind wir auf dem Planeten. Wir müssen uns jetzt auf die Suche nach Ridley machen. Möchtest du speichern? Natürlich wollen wir das. Starten werden gespeichert. So, der Stand wurde gespeichert. Sehr gut. Ja, und wie ihr seht, ein wunderschönes Regenwetter. Ich finde, das Spiel sah für damalige Verhältnisse richtig gut aus. Achtet sogar mal gerade, tut mir mal gefallen, achtet mal gerade auf die Waffe rechts unten. Da sieht man sogar leichte oder kleine Regentropfen, die sogar auf der Waffe und auf meiner Hand gerade hier drauf tropfen. Also ich finde, für damalige Verhältnisse war das ein grafisch recht gutes Spiel. Ich muss halt immer dazu sagen, das war halt auch immer GameCube natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, das war es für die erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Gefallen daran und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir hier anfangen, die Talon-Oberwelt zu erkunden und zu schauen, was uns hier noch alles erwartet. Natürlich weiß ich schon, was mich alles erwartet. Ich weiß auch ganz genau, was alles kommen wird, welche verfickten Bosse mir noch über den Weg laufen werden und was ich für Hindernisse noch überwinden muss. Also würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir Feedback da, wie ihr das Let's Play Projekt findet, ob ihr davon mehr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Metro Prime. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.